wegnehmen. Ministerpräsident, Altstadtfest ist ein bisschen verregnet. Wie schaut es aus? Aber trotzdem schön, ne? Also erstens freue ich mich, dass es stattfindet nach zwei Corona-Jahren. Wir müssen wieder feiern können. Es gibt uns Kraft und Freude. Normalerweise kann man die Uhr danach stellen, dass bei der Eröffnung Altstadtfest das schönste Wetter ist. Auch wenn wir uns freuen für die Landwirtschaft, die Natur, dass wieder mehr Wasser geht, heute jetzt nicht sein müssen. Trotzdem, wir lassen die Laune nicht verderben und feiern gemeinsam. Das finde ich auch. Und was sagen Sie jetzt dazu? Die Leute, die sind ihnen ja nicht so gern weg. Aber die sollen jetzt einfach mal wieder weggehen, auch mal ein paar Euro vielleicht ausgeben, ne? Mal ein Bier trinken, mal ein Karussell fahren. Das muss doch jetzt auch einmal sein. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Lebensfreude, um durch diese schweren Zeiten noch durchzukommen. Deswegen meine Empfehlung, jetzt einmal feiern die nächsten Tage. Und wir schauen dann, wie der Winter wird, aber jetzt einfach mal wieder ein bisschen Lebenskraft tanken. Und dann würde ich sagen, ein Prost auf die Nürnberger. Dankeschön, immer auf Nürnberg, auf die Heimat. Danke. Dankeschön, Herr Zöller. Danke auch, danke. Ja, leider Gottes macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung hier am Altstadtfest. Es regnet wie aus Eimern und aus diesem Grunde müssen wir leider den traditionellen Bieranstich mit dem Ministerpräsidenten und mit dem Oberbürgermeister Markus König absagen. Es tut uns in der Seele weh. Nach zwei Jahren Altstadtfest hätten wir gerne auch eine wunderschöne Eröffnung gemacht. Aber wie gesagt, man steckt nicht drin, man kann das Wetter nicht beeinflussen. Heute Nachmittag hat es doch besser ausgeschaut und jetzt schaut es so aus, als würde es wirklich dauerhaft regnen. Aus diesem Grunde müssen wir leider den Bieranstich absagen.